ein. Es ist jetzt bald 6 Uhr. Wir haben hier auf dem Rasthof in Spanien übernachtet. Das ist in der Nähe von Mérida. Eigentlich wollte ich noch bis Mérida fahren, aber das sind dann 40 Kilometer noch. Aber das hat gestern Abend so stark geregnet, da wollte ich dann nicht mehr weiterfahren. Das war mir dann zu anstrengend. Ja. Und da habe ich gedacht, ach, auf die halbe Stunde kommt es doch nicht drauf an. Ich habe jetzt einigermaßen gut geschlafen, bis auf dort ist ein Bahngleis, das habe ich gestern nicht gesehen. Aber ich habe dann in der Nacht mehrere Güterzüge gehört. Ja, und was kann man zum gestrigen Tag noch sagen? 14¾ Stunden Reisezeit und 893 Kilometer geschafft. Normalerweise schaffe ich in 14 Stunden 1200 Kilometer, aber da war ja die Grenzschikane zwischen Marokko und Ceuta. Da habe ich viel Zeit verloren. Dann das Boarding an der Fähre und die Fährüberfahrt selbst eine Stunde. Die Überfahrt mit der Fähre, das hat wunderbar funktioniert. Da hat man auch super Glück, weil die Fähre war schon fast voll. Und nach uns kamen noch 2 PKWs und ein LKW und dann ging es schon los. Und dass ich eigentlich erst für heute gebucht hatte und gestern schon gefahren bin, das war auch kein Problem. Da hat auch niemand rumgemerkt. Die haben das Ticket gleich gemacht und ohne auch irgendwie was extra noch zu verlangen. Das hat gut funktioniert. Ja, nur halt die Grenzkontrolle, ja, da darf ich gar nicht dran denken, sonst nervt mich das wieder. Ja, und hier ist es einigermaßen ruhig, wenn nicht gerade der weiße Kühlzug da sein Kühlaggregat laufen lässt. Na, das hat mir ein paar Mal wach gemacht in der Nacht. Aber insgesamt war es gut, von 22 Uhr jetzt bis um 4:30 bin ich aufgestanden. Da drüben ist ein Restaurant, da haben wir gestern abends gegessen und jetzt noch gefrühstückt. Einigermaßen günstig, für einen Autobahnrasthof sogar sehr günstig. Ich habe jetzt fürs Frühstück, also gut, Frühstück haben wir jetzt allzu viel, nur ein Kaffee war halt wichtig und ein bisschen Brötle dazu. Das waren jetzt für 2 Personen gerade mal 6 Euro. Und das Abendessen, da hat man jeder Kalamar, also Tintenfisch, Kalamar und ein Baguette dazu und ein Getränk dazu für 2 Personen 15 Euro für ein Abendessen. Am Autobahnrasthof ist das sogar günstig. Na, in Deutschland kriegst du das nicht für 15 Euro. Da bezahlst du eher ein Fuffi schon. Und freies WLAN gibt es da auch da drin. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Jetzt werde ich dann langsam mal auf den Weg machen, weil heute geht es weiter nach Salamanca, dann nach San Sebastian und bis Bordeaux will ich es heute auf alle Fälle noch schaffen. Das sind auch ein paar hundert Kilometer. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie weit es ist. Und einkaufen will ich heute auch noch mal. Ja, das war's jetzt erstmal. Genug Palaver. Jetzt muss ich erstmal los. Also dann, bis später und tschüss.